Was geht ab, Manu Seafighter? Osaru hier. Und geh, Leute. Schaut euch einfach mal das an, bitte. Ein neuer Goku. Ein neuer Genkidama Goku, wenn ihr es so wollt. Die Super Attack, die ist einfach nur episch. Wirklich sehr schön getroffen. Aber um was handelt es sich hier, Leute? Es handelt sich um einen neuen LR, um LR Goku. LR Genkidama Goku, Leute. So sieht das Ganze aus. Erstmal Shoutout an die natürlich. Auf jeden Fall Dank für die Leaks, ja boy. Und Forever One Ghost, vielen Dank dafür. Kennt ihn ja sicherlich alle. Auf DBZ Space kam ein Leak, dass ein LR Goku kommt. Natürlich für die japanische Version vorerst. Das sind die japanischen Leaks. Es gibt Spekulationen, Leute, wie man diesen LR Goku bekommt, denn ihr habt wahrscheinlich sicherlich schon gemerkt, er hat 99 Kost. 99 Kost waren bis jetzt immer Free-to-Play LR Karten. Könnte eventuell sein. Deswegen wird spekuliert, dass er eventuell ein Free-to-Play LR wird, wegen dem 99 Kosten. Aber wenn wir uns gleich die Karte genau anschauen, könnte es auch anders sein. Dokkan Info, Shoutout an sie. Sie haben wahrscheinlich gemeint, dass es eine Chance gibt, dass dieser LR Goku ein Geschenk wird, ein Login-Bonus-Geschenk für 1000 Tage. Und muss das korrigieren. Und zwar, entweder wird das so sein, dass wenn ihr euch 1000 Tage eingeloggt habt, ihr ihn bekommt. Deswegen wäre wahrscheinlich free, also free to play. Entweder wäre free to play. So ist das hier, steht die Möglichkeit dran. Oder was ich auch denke ist, wir haben ja gestern im Stream darüber geredet, dass in JP etwas bevorstehen wird. Denn es wird eine Celebration geben. Wenn mich nicht alles täuscht, ist in JP demnächst dreijähriges Jubiläum. Irgendwas war in JP auf jeden Fall. Ich denke ja, es wird wirklich Anniversary geben. Denn gestern kam schon der Leak von LR Bojack. Und LR Bojack, hier war das. LR Bojack kommt heute, glaube ich. Heute sollte er rauskommen, am 17. Oktober. Wird das der Fall sein, in japanische Zeit, und wir gehen sie natürlich einen Tag zurück, heißt in Japan ist schon ein bisschen später, also hat er da mal ein Auge drauf. LR Bojack sollte kommen, wie es aussieht, wahrscheinlich in einem Banner, warum, denn auf DBZ Space kam auch ein Leak, dass ein neuer Goku kommen wird, also Goku nicht verwechseln, das ist nicht Goku, sondern einer von seiner Crew, ein SSR, heißt, wird wahrscheinlich so aussehen, dass Bojack in den Banner kommt, gefeatured wird, aber sei es drum, worauf ich hinaus will ist, dass der LR Goku, der neue Strength LR Goku, für den 23. Oktober angekündigt wird. Und meiner Meinung nach, ich habe von euch gehört damals, als wir ein bisschen geredet haben in den Streams und so weiter und so fort, dass so Mitte Oktober, 20. Oktober in JP was los ist. Entweder war das das dreijährige Jubiläum oder dass JP irgendwas erreicht. Könnte vielleicht sein, dass es hier ist, for the Server 1000 Day Celebration. Okay, macht Sinn. Heißt, am 23. Oktober könnte es wirklich sein, dass die japanische Version 1000 Tage online ist. Aber Leute, was ist das? LR Goku, Strength LR Goku, wahrscheinlich free to play. Bevor wir uns anschauen, was er kann, lasst mich noch eines sagen, Leute. Und zwar könnte es auch sein, vom LR Goku gibt es bisher nur die LR-Version. Es gibt kein SSR, sagen wir es so, was von einem Banner-Job wie jeder andere LR, wie auch Bojack sein wird, den jemand zum UR macht, zum Transcendence Ultra Rare und dann zum LR. Das gibt es nicht. Und das ist auch nicht der bestehende Strength Genkidama Goku, den es schon gibt im Spiel. Nein, der wird nicht, ganz sicher nicht zu ihm hier, denn es gibt nur diesen LR Goku. Heißt, was auch eventuell sein könnte, Leute, ist, als damals die Shenlong-Animation geleakt wurde, hieß es, die Shenlong-Animation aus den Data-Minern, von den Data-Minern hieß es, die Shenlong-Animation, wenn die kommt, dann heißt es, man bekommt garantiert ein SSR oder höher. Richtig gehört, oder höher. Heißt, könnte es eventuell sein, dass LR Goku die erste LR-Karte wird, die direkt als LR droppt mit der Shenlong-Animation. Das wäre auch wirklich episch und das wäre es auf jeden Fall wert. Aber wie gesagt, wenn wir uns die Karte anschauen, Kosten sind 99, deswegen wird entweder spekuliert, dass es Free-to-Play ist. Wenn es Free-to-Play ist, dann müsste es entweder sehr hart zu bekommen sein, entweder durch einen Login-Bonus, wenn man
Also es geht die runde Theorie, dass man 1000 Tage erreicht. Warum so viel? Das ist wirklich zu viel. Wegen seinem Leaderskill, Leute. Schaut euch den Leaderskill an. Er gibt jedem Typus Ki plus 3, ey, später Runde 100% heißt Messing einfach mal direkt abgelöst. Leute, jeden Typus. Wisst ihr, was damit. Wisst ihr, was damit. Was man damit alles machen kann, Leute? Was für Teams. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Super Attack, 12 Ki, erst Super Attack macht Colossal Damage, gibt jedem Verbündeten 20% auf den Angriff. Ultra Super Attack macht Mega Colossal Damage, gibt jedem Verbündeten Angriff und Verteidigung plus 25%. Die Passive, Attack plus 77% für jeden Ki, den man einsammelt, Attack und Death plus 7%. Und man hielt sich noch um 7777 HP. Und anhand der Passive, Leute, wenn ich ehrlich bin, die Passive ist schon wirklich free to play, like. Einfach wegen diesen ganzen 777. Wir wissen ja, das ist typisch Dragon Ball, 7 Dragon Balls, überall 777. Beispielsweise bekommt man den Agility Satan für 777 Tage, die man sich einloggt. Also das nur so am Rande. Links All in the Family, Experience Fighters, The Saiyan Lineage, Z Warriors, Prepared for Battle, Supreme Power, Legendary Power und Dankeschön an Wing Dude 100 für die Übersetzung. Leute, wenn ihr irgendwas wollt, wissen wollt, auf Dokkan Reddit, ich werde den Link in die Beschreibung setzen, geht immer alles die Runde, ja, was neu kommt und so weiter und so fort, kommt da zuerst. Und das wär's, Leute, eigentlich schon. LR Goku kommt für die japanische Version. 23. Oktober ist angesagt. Er ist vom Strength Type 99 Kosten. Wir müssen abwarten, ist er Free-to-Play oder nicht. Kosten würden ja sagen, Passive auch ein Ticken ja, aber Leader-Skill ist einfach zu gut, Leute. Also zusammenfassend, Spekulationen, die rumgehen, entweder ist Free-to-Play für so und so viele Tage, die er erreicht, 1000 Tage. Er kommt für die 1000 Tage Celebration eventuell, heißt, könnte auch ein Login-Bonus sein. Oder er könnte wirklich der erste LR sein, der direkt aus dem Banner droppt, als LR mit der Shellong-Animation. Anyways, Leute, das wäre LR Goku, ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da, ein Abo, schaut auf Twitter vorbei. Und damit ihr immer up-to-date seid, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Peace.